Ja, geil. Nom nom nom. Gehst du mal weg? Ich möchte da gern mal vorbeikommen. Hallo? Au! Sackgesicht! Warum hat das so lange gedauert? Alter! Was ist mit dem Spiel los? Mach hin. Komm schon. Für mich. Keine Ahnung von dem Rhythmus dieser Dinger, aber ich habe es geschafft. Oh, Leben. Nein. Boah, jetzt muss ich wieder hier. Boah. Von diesen Troll-Dingen hier. Ja, ein dämlicher Rhythmus von dem Ding. Also schnell wie ich hier leben kann, so schnell verliere ich die auch, ey. Das ist unfassbar. Unfassbar. Das ist unglaublich. Das ist nicht mal ein Geheimnis, ey. Ding. Okay. Hey. Das ist das erste Tussi-Symbol von. Nee, wie lang ist die verdammte Level? Länge ist doch nicht alles, ey. Nicht die Länge, die. Ja. Meine Güte. Weiß ich nicht. Wurde schon wieder voll aus dem Konzept gebracht. Also, wie soll ich denn so schnell da schaffen, ey? Wie soll ich denn das so schnell schaffen? Hallo? Ja. Wenn ich jetzt schon wieder ganz nach unten gelandet wäre. So, benutzen wir mal Ding auf meinen Schultern. Wird auch schon irgendwie klappen. Was ist das für ein dämliches Rhythmus-Ding an hier? Ei, ei, ei. Nein, und muss er direkt drauf springen, kann das sein? Nein, lass mich doch mal einen Schritt hier. Ich möchte nur einen Schritt irgendwie mich positionieren und da falle ich direkt runter. Da, genau so. So. Leck mich. Geh weg. Nach da oben. Ah. San, aber. Ich komme da doch dran. Ja, das Spiel ist nur glücklich, wenn es mich verarschen kann, oder? Oh, zum Teufel hängst du denn da fest, ey? Die Fledermaus hing in der Luft, Mann. Speedrun. Na. Nein! Das ist ein Cortex-Teil. Bin mir nicht sicher, was es macht, aber ich möchte haben. So habe ich es jetzt nicht gemeint, Mann. So, komm mal her. So. Darf doch nicht wahr sein, ey. Wo bin ich? So. Hey, so ein Cortex-Teil. Sehr schön. Gesicht von der Ollen, ey.
wird irgendwie voll unlogisch, dass du in der Luft bist. Da finde ich jetzt nicht so logisch korrekt. So, ich weiß, was ich hier zu tun habe. Das war nicht das Ding hier kaputt machen. Verdammter Dreck! Das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, hier lebend durchzukommen. Oh geil, noch so ein Aguaco. Oh, noch so ein Leben. Oh, ein Checkpoint. Oh, so ein Tussi-Symbol. Alles auf einmal. Es ist doch noch nicht Weihnachten, Mann. So, whoops. Ja, so blöd bin ich auch nicht. So, wo kann ich denn dann als nächstes sterben? Jetzt nicht. Nein. Oh, gehen die Dinger. Ja. Ich bin gut. Meine Mama sagt, ich bin voll gut. Im Zocken. Boah, noch gerettet. Ich will ja nicht, dass ihr schon wieder irgendwas Krankes denkt. So. Din, 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 din. Na, das ist mir so komisch hier. So, zack. Danke. Gern geschehen. Oh, da ist ein Leben. Hooray. Haben wir hier noch? Tja, ich habe das eine aber nicht. Guckt der mich so enttäuscht an, ey. Langsam würde ich gerne das Ende des Levels sehen. Okay, das war knapp. Tussi-Symbol! Bonusrunde, wo ich frecken kann und vielleicht oder vielleicht noch nicht ein paar Leben abstauben kann. Okay, das war's. So, 37%, yay. Mann, bin ich gut. Ja, würde ich auch immer schwitzen, wenn ich die sehen würde, so. So, wir haben die Hälfte der Level geschafft und das erst in der ersten Aufnahmesession. Der Rest kommt in der zweiten. Pff. Hoffentlich kommt jetzt danach noch ein Boss oder so, weil dann wird das von der Partlänge hier auch noch klappen. Ansonsten, weiß ich nicht. Ein bisschen doof. Also ich brauche jetzt noch so 8 Minuten. Für diese Level, was ich hoffentlich nicht brauche. Hoffe ich. Das ist bestimmt schon eine halbe Stunde oder so in dieser Level, ne? Weiß man ja nicht. Boah, geht immer schneller, immer höher nach oben. Nein, nein, nein. Also. Wie? Au! Wie auf einmal Höchstgeschwindigkeit. Mein Pfeif, ey. Ich auf einmal voll krass schnell. So, ich rieche auch schon am Ende, oder? Sehr gut. Und zack, jetzt springe ich daneben. Und da ist der Tower, da wollten wir eben. Oh. So, ist noch ein Level, die so 8 Minuten geht. Koala Kong, das ist ein Boss, okay. Machen wir den. Werden wir schon schaffen. Hoffe ich. Ich. Ja. Hm? Den kenne ich aus Crash Bash sogar. Koala Kong, was ist denn hier so am Posen? Hör mal hier. Au!
Muss ich machen? Muss ich die zurückschlagen oder so? Ich traue mich jetzt irgendwie nicht so über den rüber zu gehen. Ah, okay, ich sehe schon. Wie gemein der neue ist. Wieder aussieht. Er sieht voll verweichlicht und brav aus im Dingens Crash Bash. Habe ich jetzt einfach von Anfang an jetzt so eine Aqua-Maske bekommen oder habe ich die aus dem letzten Level mitgenommen? Ja, selber schuld, wenn du am Posen bist, während du ja so einen hochgefährlichen Bocken zu mir hinwirfst. Wow. Ich riskiere erstmal nicht die. Au! Ey! Ich will mich nur so spontan am Drehen, ey. Okay, die Dinger sollen wahrscheinlich abhalten, dass er getroffen wird, aber. Ey, das ist unfair, Mann! Doch mal weg, ey! Du wackelst mit deinen Hintern, ey. Kann ich einfach so springen? Ja. Bams. Aber wenn ich wohl, wenn wir Crash Bandicoot 3 spielen, da würde ich ein bisschen besser. Obwohl, wenn ich da auch wieder mit Dings zocken muss, mit Steuerkreuz. So. In den Hintern. Es kommt nicht direkt eins da ein, ne? Boah, machst du richtig gut. Mitten in die Fresse. So. Wir haben noch zwei Versuche, sehr gut. Whoops. Wie direkt eins da nach runterkommt, ne? Und auch in der Explosion reingefangen wird, ey. So. Steig mal deinen Hintern wieder aus. Okay, Babs. Sehr gut. Hup. Geh weg. Tja, diesmal habe ich jetzt eher nicht getroffen zu werden, na? Wenn ich mich nicht gerade spontan irgendwie drehe. So, und du bist jetzt dran. Ha! Sehr schön. Oh Gott. So, jetzt sind wir bei Heavy Machinery. Bin schon einen ganzen weiten Weg gekommen, ne? Ich kann aber nicht speichern und so. Da trägt mich ein bisschen auf. Das heißt, den muss ich nächstes Mal wahrscheinlich nochmal. Okay, ich drücke die ganze Zeit jetzt mal Kreis. So gedrückt. Dann kann man sich die Insel angucken. Und das da oben sieht doch schon aus, als wäre das wahrscheinlich unsere letzte Station. Mal gucken. Mit 4 kann ich auch drehen. Okay. Es gibt nur 3 Inseln hier im Umkreis. Na gut. Aber würde ich sagen, der Part müsste jetzt, weiß ich nicht, 13, 14 Minuten gehen oder so. Würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.